Moin! Herzlich willkommen hier zur nächsten Mod-Vorstellung eines neuen Mods, der ab jetzt zum Download steht. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wir befinden uns hier bei der Holzverarbeitung auf der nordfriesischen Marsch. Ihr wisst ja, ich spiele auf der nordfriesischen Marsch. Alle meine Mods, die ich mache, haben erstmal primär mit der nordfriesischen Marsch zu tun und sind eigentlich dafür da, um mir irgendwas zu bauen, was ich gerne hätte, und ich stelle euch das zur Verfügung. Vielleicht könnt ihr es ja auch gebrauchen. So, wir sind hier unten, wie gesagt, bei der Holzverarbeitung Nordfriesische Marsch, und hier werden ja unterschiedlichste Sachen produziert. Hier werden Bretterpaletten produziert und hier sehen wir einen wildbeladenen LKW mit Rotkohl, mit Blumenkohl, mit Tomaten. Hier hinten ist Salat drauf. Stoffrollen sind drauf, Pelletpaletten sind drauf und normale Leerpaletten. Ja, ich habe jetzt hier auch angefangene Paletten genommen. So, und bei mir sieht das hier öfter mal so aus wie hier vorne, wo wir jetzt hingehen. Na, hier, guck mal, hier die Produktion ist auch schon wieder voll. Und dann fahre ich einfach eben schnell hier vorbei, normalerweise mit dem LKW, hole die da runter und stelle die irgendwo hier an die Seite. Dann stehen hier hunderte Paletten. Oder zig Paletten. Und überall steht was. Oftmals auch hier hinten, wo jetzt die Anhänger stehen. Und das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Dass es hier immer aussah wie Fressen und Saufen. Und dafür gibt es jetzt einen neuen Mod. Ich habe das ja auch schon mal im Singleplay angekündigt. Und hier nochmal die genaue Vorstellung. Und zwar, wenn ihr in den Shop geht. Unter platzierbare Objekte. Gibt es dann ziemlich weit hinten. Gibt es das Interim Storage, das Zwischenlager für Leerpellet, Blumenkohl, Rotkohl, Tomaten und Salatpaletten, jeweils 100 Stück, und Bretterpaletten. Das ist ein platzierbares Objekt. Ich habe das schon platziert. Bei mir steht das hier vorne. Hier ist Platz. Ja, hier. Ich laufe hier einmal rum. Hier hinten ist eine Rampe und ein Tor. Ihr kommt aber nicht rein in das Lager. Ne? Da gibt es keine Chance. Also, da ist... Das ist nicht betretbar. So, und dann geht ihr hier hoch. Ihr kommt auch hier nicht rein. Durch die Rolltore nicht. Die kriegt ihr nicht auf. Und auch hier, das kriegt ihr nicht. Die Tür kriegt ihr nicht auf. Und hier ist eine Übersicht. Ich habe hier schon was eingelagert. Nämlich 22 Pelletpaletten. Und ihr seht, ich kann von jedem 100 bis auf Bretterpaletten, da kann ich nur 50 von einlagern. Und ich will euch mal zeigen, wie das funktioniert. Oder dass es funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn nicht, wird das sehr peinlich. Ja, dann veröffentliche ich das Video gar nicht erst. Nein, Quatsch. So, ich fahre mal los. Ich habe hier ja diesen LKW mit allen Palettenarten außer Bretterpaletten drauf. Und der Abladetrigger ist einfach hier vorne auf dem Beton. Kann ich einfach auf der Ladefläche abladen. So. Und wenn ihr jetzt aussteigt und guckt, dann ist hier jetzt alles drin, bis auf Bretterpaletten. Wurde jetzt eingelagert. Ihr seht die Paletten nirgendwo. Die existieren praktisch nur hier auf dieser Anzeigetafel. Aber ihr könnt sie natürlich auch wieder auslagern. Wäre ja blöd, wenn nicht. Was wir jetzt noch machen ist, ich hole jetzt nochmal eben hier mit meinem Transportpack, hole ich jetzt nochmal ein paar Holzpaletten. Das ist ja auch der neue Mod, den ich ja in einem anderen Video vorgestellt habe, der auch dieses Mod-Paket, das zum Download kommt. Ich hole jetzt einfach mal hier so ein paar Bretterpaletten ab. 4 Stück hole ich mal. So, das muss reichen. Nur, dass ihr sehen könnt, dass ich die auch einlagern kann. Dass ihr mir das glaubt. So, dann kann ich hier vorfahren. Zack, sind verschwunden. Und hier oben stehen ihr Bretterpaletten. Ist das nicht geil?
So, zum Auslagern könnt ihr ganz einfach die R-Taste drücken. Es steht also auch oben im F1-Menü. Im F1-Menü, Lagermenü öffnen. Das ist also standardmäßig auf der R-Taste. Und dann werden euch hier die, ja, seht ihr? Hackschnitzel wird hier noch angezeigt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist ein Fehler. Ich muss mal gucken, ob ich den noch behoben kriege, dass es richtig angezeigt wird. Da sollen natürlich Bretterpaletten stehen, nicht Hackschnitzel. Rotkohl, Tomaten, leere Paletten. Und dann kann ich sagen, ich möchte jetzt hier die 5 Stück, möchte ich auslagern. Und die stehen dann hier oben. Na, ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir da noch mehr auslagern. Bretterpaletten lassen wir jetzt mal außen vor. Ah, dann fängt er eine zweite Reihe da oben an. So, und die kann ich dann ganz einfach per per Autoload da oben wegholen. Ah, hier habe ich im Moment. Was nicht funktioniert, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Da müsste ich ein anderes Gebäude haben. Was nicht funktioniert, ich kann nicht mit dem Gabelstapler im Moment ranfahren und die wegholen. Weil ich dann natürlich mit dem Gabelstapler wieder durch den Einlagertrigger fahre, der da unten ist. Und dann würden die natürlich direkt wieder eingelagert werden. Also für Gabelstapler ist es im Moment nichts. So. Und dann nehmen wir nochmal die Holzpaletten. Da kann ich maximal 8 Stück auslagern. Machen wir mal 4 Stück. Die liegen auch hier oben dann. Und wenn ich 8 Stück habe, dann sind es eben 2 Ebenen. Und die müssen wir natürlich hinten haben. Warum macht er jetzt nichts? Ja, das bringt natürlich gar nichts. Aber ihr seht, also ich habe jetzt hier einfach nur. Ich kann gerade mein Ding jetzt nicht ändern. Mein Ladetyp. Warum auch immer. Egal, aber ihr seht, das funktioniert. Mit dem. So. Und dementsprechend könnt ihr das euch runterladen und platzieren. Ihr könnt das natürlich irgendwo platzieren, wo ihr wollt. Es gehen aber nur diese Palettentypen da rein. Ich weiß nicht, ob diese Palettentypen zum Beispiel auch auf anderen Karten benutzt werden. Wenn ja, könnt ihr das Lager da natürlich auch benutzen. Wenn nicht, dann bringt das nichts. Ja, lasst es mich wissen. Ich will mal zusehen, dass ich da gleich noch eben aus diesem. Aus dem Lagermenü, aus dem Hackschnitzel, dass ich da unten Bretterpaletten mache. Ach Quatsch, wollte ich ja gar nicht. Rotkohl. Tomaten, leere Paletten, Pellets, Blumenkohl. Voll Hackschnitzel. Ja, das Hackschnitzel ist natürlich Quatsch. So, ja, ab sofort zum Download Alice Mod Company. Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Es werden in Zukunft noch weitere Zwischenlager kommen, zumindest eins für die Holzindustrie oben. Und da muss ich mal gucken, wofür noch. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo bei der Molkerei in der Nähe oder so. Vielleicht auch bei der Kartoffelfabrik oder so. Lasst es mich wissen, was ihr meint, wo ihr noch ein Zwischenlager gebrauchen könnt. Was ich nicht machen werde, ich werde kein Lager bauen, wo alle Palettentypen reinkommen, die es hier auf dem Marsch gibt. Weil so ein Lager gibt es schon, nämlich das Zentrallager. Das werde ich nicht bauen, sowas. Ich werde nur Zwischenlager bauen, in dieser Größenordnung in etwa, die dann in der Nähe der Produktion platziert werden können. Alles klar, das war's. Sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ich ändere das mit dem Hackschnitzel noch und dann wird alles gut. In diesem Sinn sage ich ciao.